Hi Leute. Nächster Komplex, Tag 2 Kettlebells. Ich zeige es euch hier. Standwaage. Das heißt, ihr habt die Kettlebell hier vor euch. Krallt euch die und dann kommt ihr hier hoch. Wieder so 15 bis 30 Wiederholungen. Ob ihr nun die Kettlebell in der gleichen oder in der gegenüberliegenden Hand habt, ist egal. Nach 15 bis 30 Wiederholungen wechselt ihr die Seite. Wir machen das wie bei Komplex 1. Wir haben die vier Übungen, die wir quasi als Circle Training durchziehen. Dann macht ihr eine Pause und dann fangen wir das Circle wieder von vorne an und bilden insgesamt so 5 Runden bei der ganzen Nummer. Okay? Nummer 1 war die Standwaage. So. Nummer 2, umsetzen. Gibt es eine Variante für die Pros? Passt auf euer Handgelenk auf, dass ihr das Ding wirklich von hier unten nehmt und hier umsetzt. Wer will, kann es noch ausstoßen. Ja, das Problem dabei ist, das knallt ordentlich aufs Handgelenk rein. Gibt es eine etwas leichtere Wanne, dass man seitlich reingeht? Das heißt, ihr schwingt den hier hoch und habt den hier. Dann knallt es nicht so aufs Handgelenk. Ja, leicht nach vorne schwingen und reinziehen einfach. Ja, nach vorne schwingen und reinziehen. Und dann kann man es ausstoßen, wenn man will. Okay? Kapiert, ich denke schon. War zu leise, oder? Dann um Kopf kreisen. Ihr nehmt das Teil hier, schön achtsam und sicher, und kreist hier oben. Hier machen wir wieder eine Minute. Und die 15 bis 30 Wiederholungen. Und zwischendurch, nach 30 Sekunden, können wir mal die Richtung wechseln. Okay? Und Puls. Letzte Übung, muss ich kurz erinnern. Genau. Jetzt seid achtsam. Sehr, sehr achtsam. Macht es nicht vor dem Glastisch. Ihr nehmt quasi die Kettlebell in die Hand. Steht ordentlich stabil da und konzentriert. Und dann wechselt er sich her. Schön kontrolliert. Sieht chillig aus, aber ihr werdet merken, das kann nach hinten passieren. Okay? Kapiert? Nummer 1. Standwaage. Entweder wie die Brust, dann vielleicht den Schweißband oder sowas umtun. Ja, wirklich hoch abfangen, geht auch ein bisschen das runter ab. Oder ihr fangt sie niedrig ab, dass ihr hier leicht reinfällt. Ja, schwingt die trotzdem an und dreht sie dann hier leicht rein. Und wer mag, noch ausdrücken. So, dann Kettlebell nehmen und Kopf kreisen. Aber hier halt noch Zeit. Eine Minute bzw. 30 Sekunden und dann Richtungswechsel. Okay? Und das letzte Mal werfen. Ihr habt die hier und hier hin und her. Schön achtsam. Passt auf eure Füße auf und auf eure Hüfte. Viel Spaß. Wie gesagt, 5 Runden sind wieder drin, denke ich. Sportfrei, bis gleich.